Ja, moin moin und damit willkommen zu einem weiteren kleinen Spezial bzw. einer Ankündigung. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Und zwar habe ich etwas Neues entdeckt und zwar ein paar neue Tilesets. Damit arbeite ich ja unglaublich gerne. Was sind Tilesets? Ihr könnt es hier schon erkennen. Das ist jetzt so ein Bodenplan einer Taverne und was man hier erkennen kann, ist, dass sich die aus immer gleich großen Vierecken zusammensetzen, das ist Quadraten, die dann teilweise zueinander passen, teilweise auch nicht. Einige haben hier dann eine Wand, das könnt ihr ja erkennen, das sind dann zum Beispiel Seitenwände. Einige sind dann als offene Tilesets zu erkennen und die kann man dann benutzen, um eine Taverne nach eigenem Belieben zu bauen. Das ist jetzt einmal ganz grob ich bin mir nicht ganz sicher, 2 Minuten zusammengezimmert. Hier könnt ihr dann auch noch Räume erkennen, wo dann Betten drinne stehen, mit Türen, Tische. Ihr könnt euch dann also quasi alles nach eigenem Belieben hin und her ziehen. Und das habe ich jetzt entdeckt. Also man kann hier erkennen, hier ist dann ein Teil der Wand. Das hätte man alles noch ein bisschen schöner sich hin und her ziehen können. Da muss man natürlich darauf achten, dass man die Quadrate passig legt. Sonst macht das natürlich ist das blöd, wenn dann in der Mitte so ein grüner Rand zu sehen ist, je nachdem, welchen Hintergrund man gerade gewählt hat. Da kann man auch noch Abhilfe schaffen bei Map Tool. Das würde dann über sowas wie naja, einen anderen Boden gehen. Der muss ja nicht mal Gras sein. Das kann auch ein anderer sein. Das könnt ihr hier sehen. Hier sind zum Beispiel dann die Ställe von den Pferden. Da habe ich jetzt einfach mal zwei verschiedene Ställe hingezogen. Da könnte man dann eben mit anderen Gräsern arbeiten und man könnte hier einen Cobblestone-Boden drunter legen, damit dann so ein grüner Rand nicht zu sehen ist. Aber das wollte ich euch nur ganz kurz vorstellen. Damit könnt ihr euch also eure eigenen kleinen Tavernen bauen, je nachdem, wie groß oder klein die sein sollen, ob die viele Räume haben sollen oder nicht. Es gibt dann natürlich auch noch ein paar andere Sachen. Ich habe jetzt hier nochmal eine Insel zusammengebaut, beziehungsweise einen Strand. Und da kann man dann auch mit so Schiffswracks arbeiten, mit Strudeln, die könnt ihr hier erkennen. Hier ist noch eine kleinere Insel. Hier versteckt sind irgendwo noch kleine Haie. Und hier könnte man dann quasi sich alles selbst zusammenbauen, wenn man das denn wollen würde. Hier dann, also ihr kennt das vielleicht schon mal. Ich habe das mit Schneeteil, habe ich das auch schon gemacht, also mit Snow. Ja, also wer auf so etwas Lust hat, der könnte sich das einmal ansehen. Das ist so ein bisschen Werbung für ein Kickstarter-Projekt, was jetzt gerade demnächst abgeschlossen wird. Da laufen noch 3, 4 Tage und das habe ich, wie gesagt, vor ein paar Stunden entdeckt, beziehungsweise gestern wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass es so etwas gibt und da kann man sich dann die Sachen auch ausgedruckt liefern lassen, wenn man sowas möchte. Ich persönlich spiele ja hier mit MapTool und brauche das dann nur als PDF. Aber wer so etwas für seine, ich weiß nicht, Pathfinder-Kampagne oder gerne auch DSA, also jetzt gerade das hier werde ich für DSA benutzen, wer sowas braucht, wer eigene kleine Karten sich schaffen möchte, der kann da bei dem Kickstarter-Projekt einfach mal reinsehen, ganz unverblümt einfach mal die Werbung hier gemacht, soll euer Schaden nicht sein, wenn es euch nicht interessiert, dann halt nicht. Aber ich krieg da auch nichts für, ich wollte euch einfach nur gerade darauf aufmerksam machen, weil ich so kleine Projekte echt schön finde. Ich meine, wenn man sich das hier mal ansieht, wie liebevoll das alles gemacht ist, auch mit diesem Lichteinfall, man kann das dann auch quasi drehen, wenn man möchte, nach eigenem Belieben und wenn der Raum dann eben so eingebaut werden soll, dann liegt er halt so. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Er hat das nicht nur für Tavernen und Inseln gemacht. Ich kann hier nochmal einblenden, was es da noch alles gibt. Sewers, also Kanäle und oh, da ist ganz, ganz viel dabei. Also einfach mal reinschauen. Weitere Schiffe, weitere Throne Rooms, also ein Thronraum für verschiedene Dörfer kann man sich dann Twin Houses hinsetzen, also dann Gebäude von einem Schmied beispielsweise, einfach mit der Inneneinsicht, mit der Draufsicht, dass man nur das Dach sieht. Teilweise kann das Dach auch dann brennen, wenn man dann also einen Brand noch mit drinne haben möchte, was dann die Helden löschen möchten oder sowas. Also da ist dann der Fantasie keine Grenzen gesetzt und man kann das eben alles so drehen und schieben, wie man will. Und dazu dann sei hier nur kurz die Werbung gemacht. Ja, mehr wollte ich auch gar nicht. Damit lasse ich euch in Ruhe. Und schaut auf alle Fälle gerne mal vorbei. Und damit ja, würde ich das Video wieder zumachen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, bis dann. Ciao.